Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir an den Rasenmäher einen Drehzahlregler montieren oder ja auch die Drehzahl einstellen, die Konstantdrehzahl. Es ist nämlich so, ich habe hier einen Honda GCV 160 und der Hersteller sagt 3000 Umdrehungen pro Minute. Das ist die Drehzahl, die man einstellen sollte. Da ich einiges ausgebaut und eingebaut habe, ist es zu empfehlen, diese nochmal zu kontrollieren. Und das kann man nicht mit einem Geräusch, also mit einem Ohr machen, außer ihr habt Equipment dazu, das sozusagen die Frequenz messen kann, oder mit einem Oszilloskop, das geht auch, dann einmal kurz rumwickeln um das Kabel. Dementsprechend könnte man das auch messen. Wir machen das aber heute mit einem handelsüblichen Gerät, was man für ein paar Euro kaufen kann. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja. Gut, so, an der Stelle so, habe ich meinen Rasenmäher vorbereitet. Das ist der GCV 160. Ich habe hier so einfach so eine Anzeige für die Drehzahl. Ich sehe da nicht so viel, es blendet. So. Und das hat zwei Anschlüsse. Einmal einen Erdungsanschluss und einmal einen Anschluss für die Zündleitung, für die Zündspule. Ich würde sagen, tu mal einfach den Erdungsanschluss irgendwo anschließen. Hier ist zum Beispiel eine Option, wo man es anschließen könnte. Das heißt, ich löse einfach mal das Kabel, die Schraube hier. Nur ein bisschen lösen, dass das Ganze hier reinpasst und dann schrauben wir es wieder fest. Wichtig, das Ganze sollte hier so fest montiert sein, dass es nirgends stört. Ich denke, das ist okay. Dann geht es weiter mit diesem roten Kabel. Das führen wir hier vorne zur Zündleitung. Hier vorne befindet sich die Zündleitung. Die können wir kurz abziehen, einfach ein bisschen wackeln und den Zündstecker abziehen. Hier habt ihr dann die Zündleitung. Ihr müsst jetzt hergehen und dreimal eng anliegend umwickeln. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt kann es sein, dass wir falsch rumgewickelt haben. Ich habe jetzt mal so rumgewickelt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Wenn es falsch rum ist, müssen wir, und das Gerät nichts anzeigt, müssen wir dann dementsprechend noch was abändern. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. So, jetzt können wir das Ganze wieder drauf tun und dann schauen wir mal, ob unser Gerät überhaupt das anzeigt. Ja, ihr könnt da was sehen. Ja. Ich muss natürlich auch die Drehzahl sehen. Jetzt gucken wir mal, ob ich es gleich richtig rumgewickelt habe. Also ihr habt gesehen, wir hatten eine Drehzahl von fast 4000 Umdrehungen. Wir sind zu schnell. Gut. Also ich benutze jetzt so ein Dremel und schneide jetzt, versuche mal hier jetzt einfach flach reinzuschneiden, sodass ich die Möglichkeit habe, mit einem Flachschraubenzieher anzugreifen. Vorsicht auf die Benzinleitung. Jetzt zum Vorgehen. Wir lösen das Ganze hier mal. Nochmal. Also. So. Dann gehen wir mit dem Schraubenzieher hier rein. Und ich hoffe, ich passe da rein. Ihr seht, ich komme da jetzt gut rein und kann auch ja, das Ganze bewegen. Okay. Gut. Also. So, sobald ihr merkt, dass man sich das drehen lassen lässt, also hier bewegt, ja, dann machen wir Wander. So, also nach rechts. Also wir sind hier genau Anschlag nach rechts. Jetzt gehe ich ungefähr so, bis hier ganz leichte Spannung da ist. So, jetzt ziehen wir an. Gut, nochmal. Auf ein neues.
So, noch 300 Umdrehungen zu viel. Also, nochmal 300 Umdrehungen zu viel. So, also wir drehen das Ding hier nach rechts. Brett nach rechts. Und jetzt habe ich ja hier vorne war es ja locker. Jetzt mache ich es noch ein bisschen lockerer, so zum Beispiel. Ja, also es ist fast bis zum Anschlag, aber ein ganz leichtes bisschen so. Und jetzt nach rechts drehen. Jetzt gucken wir mal, ob das besser geworden ist. Also ich halte den Greifer hier fest, weil wenn ich das mache, seht ihr, dann regt sich alles mit. Und dann ist das eigentlich nicht richtig korrigierbar. So, gucken wir mal. So, die Drehzahl passt. Also wir sind ungefähr 2970. Das ist optimale Drehzahl. Das kann man so lassen. Also ich drehe das jetzt mit 8 Newtonmeter fest. Gut. Nochmal Test. Für heute bin ich fertig. Die Leerlaufdrehzahl, oder Leerlaufdrehzahl ist es nicht, sondern die Arbeitsdrehzahl nenne ich es mal so. Ja. Die Leerlaufdrehzahl kann auch viel niedriger liegen. Nur man sagt, dass so das maximale Drehmoment und die Motorleistung bei diesen Daten eingestellt werden soll. Das steht auch in den Datenblättern vom Hersteller für diesen Motor. Also zwischen 2900 und 3000 sollte sie am Schluss sich einpendeln, wenn der Motor warm ist. Deswegen immer wieder gucken und auch mit Kabelbinder arbeiten. Ja. Ja, ich mache jetzt einfach diesen Drehzahlmesser ab. Der macht für mich so keinen Sinn, weil wenn das mal nass wird, dann funktioniert es vielleicht nicht. Ich würde es euch empfehlen, einmal jährlich zumindest diese Drehzahl zu testen. An Anfang des Jahres, das sollte eigentlich ausreichen. Ja. Wenn ihr das Ding vielleicht im Schuppen und nie bei Regen benutzt, dann könnt ihr natürlich auch hergehen und den Drehzahlmesser dran lassen. Aber für mich ist es so, dass ich den weg tue jetzt gleich. Gut, also wir haben jetzt die Drehzahl eingestellt auf eine feste Drehzahl. Es gibt auch Rasenmäher, die haben, da kann man die Leistung regulieren oder die haben erstmal eine Leerlaufdrehzahl und man kann über die Verdampfer dazu zu den Vergasern, da kann man auch bestimmte Daten einstellen. Ja. Deswegen an der Stelle wichtig, je nachdem, was für ein Typ von Rasenmäher ihr habt, kann es anders sein. Ich hoffe aber, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ja. Ich hatte nämlich sehr zu kämpfen mit dem Rasenmäher, der ging immer wieder aus, lief ein bisschen und so nach 20, 30 Sekunden ging er aus. Das war jetzt nicht die Leerlaufdrehzahl, die das Problem verursacht hat. Es war das Problem, dass der Vergaser nicht richtig gereinigt war. Ich werde noch ein paar Videos reinstellen, was ich genau an denen gewartet habe. Und durch das Warten habe ich auch viel über diese Technik erfahren und werde versuchen auch immer wieder was zu erzählen. Ich würde also euch noch ein bisschen Ölwechsel, Zündkerzenwechsel, Zündspulenwechsel und ein paar Sachen dazu erzählen. Aber für heute war es das mal und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, wie man die Leerlaufdrehzahl einstellt. Das Gerät, das tue ich euch in die Infobox, funktioniert sehr gut, bin ich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, man kann es vielleicht mit einem Oszilloskop machen, man kann es auch mit einem Gitarrentuner machen, der eine Frequenz misst und über die Schwingungen habt ihr eine Frequenz, dementsprechend die Frequenz umrechnen in Impulse pro Minute und dementsprechend sind ja pro Sekunde Angaben und ihr solltet bei ungefähr 2900 bis 3000 Umdrehungen pro Minute liegen. Ja. Dankeschön fürs Anschauen. Nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, tut es mir leid. Schreibt mir rein, was los war. Meinen Channel hier unten, den anderen Channel, da geht es um Autos. Hier noch ein Video aus meinem Bereich, wo das Problem lag, wieso der Rasenmäher ausgegangen ist. Und hier noch ein interessantes anderes Video. Dankeschön fürs Anschauen nochmal und schaut wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.